Ich dachte mir, ich starte einfach ein Foodlog. Ich bin die nächste Zeit alleine, deswegen brauche ich vielfältigere Sachen zu essen, zu kochen. Okay, ich musste das Video jetzt extra länger machen, weil es irgendwie zu kurz ist. Aber so viel zum Kochen. Schlemmerfilet einfach in den Ofen schieben. mit den Gurken, Joghurt, Schwarzkümmel, ein bisschen Salz. Was meine Hand da zu suchen hat, keine Ahnung. Und Reis von gestern. Ganz einfach. Und Cola. Und die Ambiente. Irgendwie dachte ich mir, diesmal ist Schnuppe, was ich sage. Voice-over, come on in. Da probiert sie jetzt. Okay. Komm, halt noch. Ja, ist auf jeden Fall kein Flop. Es war top. Ich hätte auch einfach mein Tripod benutzen können, aber ja, war wieder zu faul gewesen. Ja, das einzige Highlight war auch nur dieses Gurken-Rezeptchen. Ja, ne? Wenigstens ein Highlight. Und ja, da pushe ich mich selbst, wie gut ich kochen kann, glaube ich. ja, enjoy the view. Von so bereist die Welt. Ja, irgendwie schmeckt es wie Gummi. Okay, ich habe mich doch fertig gemacht, statt mich zu pushen. Ups. Ja, am Ende des Tages, weil ich so ein produktiver Mensch bin und auch im Fitness war, trinke ich meinen super, 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 duper leckeren, leckeren Proteinshake. Unglaublich lecker, Leute. Kann ich nur weiterempfehlen. Ja, würde ich auch sagen. Next day, next chances. Ja, das war das erste Mal und letzte Mal, dass ich Reisnudeln gekocht habe an dem Tag. Hab's, glaube ich, entweder nicht richtig hinbekommen oder ist einfach nicht so mein Vibe. Aber es war ein Versuch wert. Ja, da haben wir das Meisterwerk. Bei der Soße habe ich einfach irgendwas zusammengemixt mit Mayo und dann Hot Chili Soße und ein bisschen Gewürzchen und Champignons. Ja, es war okay. Leute, macht's aber nicht nach. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich weiß nicht, was ich mir an dem Abend dachte. Ich habe mir auch Spargelsuppe gemacht und es hat nicht geschmeckt. Ich glaube, das Einzige, was an dem Abend geschmeckt hat, war so das übrig gebliebene Hähnchen, was ich vom vorherigen Tag gegessen habe. Und Fundux Anblick. Ich koche sau selten, aber jetzt, wo ich allein bin, muss man es machen, ne? Oder du hättest es einfach lassen sollen. Kann man machen. Ist echt, ist auch nicht so deftig. 10 von 10. Es war jetzt keine 10 von 10, aber es war essbar. So schlimm war es jetzt nicht. Ja, ich habe mit der Suppe erst danach angefangen irgendwie. Ich habe das jetzt nicht selbst gemacht. Es war schon so eine Fertigsuppe mit Wasser, ne? Was anderes auch. Aber wie man sieht, war ich nicht wirklich überzeugt davon. Aber Spargelsuppe ist nicht so meins. Ja, wenn man halt länger alleine ist, dann muss man sich auch irgendwann um den Garten kümmern. Ich habe es richtig gut gemeistert eigentlich. Ich wollte einfach nur flexen. Wie sehe ich eigentlich aus? Also, weil ich die letzten Tage wirklich gar nicht zu Hause war und mein Frühstück auch nicht besonders fancy. Okay, heute ist es auch nicht besonders fancy, aber... Aber ich habe mir ein bisschen was zusammengemixt und das Wichtigste ist, endlich diesen Kaffee zu trinken. Fresh. Dann haben wir hier Gözleme gefüllt mit Spinat und Käse. Da habe ich hier auf meinen kernigen Frischkäse Schwarzkümmel drauf gemacht. You know. Diesen Joghurt habe ich auf jeden Fall nicht gegessen. Auf jeden Fall ist das heutige Menü richtig wild. Ich spoilere jetzt mal gar nichts. Ich meinte das Menü für den Abend.
So, da haben wir ganz oben haben wir Cannellonis mit Spinat. Dann haben wir KFC Salat 2.0, Fried Chicken, Lasagne, Pommes und wieder Chicken. Es war zu viel. Aber lecker. Das ist immer so gut, wenn irgendwas übrig bleibt vom Tag davor. Mit dem Fried Chicken einfach einen schnellen Wrap gezaubert, gewickelt. Cupcakes, Shoutout an Mareike. Die Mangos habe ich nicht gegessen, weil die sind doch schlecht geworden, weil die so eine Woche im Kühlschrank waren. Ups. Wir hoffen alle, dass sie nichts gemerkt hat, aber irgendwie glauben wir, dass sie doch schon was gemerkt hat. Mal gucken, jetzt warten wir auf das letzte Glied der Gruppe und dann geht's ab. Großes Shoutout an mein Kamerateam, das aus einer Person besteht, Senna. Ganz viel Küsschen und Grüße. Ja, sie war schon ready to go, also wusste sie davon. So Leute, wir haben sie überrascht. Aber sie hat es irgendwie schon geahnt, weil wir einfach nicht fähig sind, etwas geheim auf die Reihe zu bekommen. Jetzt macht sie sich fertig und dann geht's los. Woop, woop, woop. Cause you make me feel like. Überraschung gelungen. Woo. Applaus, Applaus, Applaus. Ja, ich hatte einen Job und ich habe vergessen, das Essen aufzunehmen. Also in der Karaoke-Bar ging es richtig rund. Danach war ich auch todmüde. Kuckuck, wer denkst du, was du bist, ist die Frage. Weil niemand den Text konnte, haben wir es auch ganz schnell wieder gelassen. Ja. Wie schief kann man singen? Wir, ja. Der Tag danach. Frische Erdbeeren vom Baum, Leute, beste. Vom Bäcker. Laugen, was auch immer. Wirklich, diese Cupcakes hätte ich noch weitere 5 Tage essen können. Wow. So, da waren wir mit den Jungs schön grillen, schön den Tag ausklingen lassen, ne? Kann man machen. Ja, ich wollte auch mal so einen Part aufnehmen, wo ich mich richtig Main Character fühle und einfach die Vibes auslebe. Ja, wer kann, der kann, würde ich mal sagen. Bisschen mit Fundak auch gefrühstückt, Zeit genossen, Serie geschaut. Auf jeden Fall gucke ich Setting Sunset, Leute. Kann ich nur empfehlen. Full Drama, love it. Da wink ich Fundak zu. Bisschen Hintergrundmusik, weil ich kann mich nicht mehr leisten. Das war's. Tschüss.